Über das Treffen der NATO mit den ukrainischen Politikern kann ich reden mit Frank Umbach vom Sicherheitsinstitut Cassis hier in Bonn. Herzlich willkommen. Ja, Herr Umbach, auf mich hat Jens Stoltenberg sehr tapfer, sehr proaktiv gewirkt. Aber in Wirklichkeit hören wir die Meldungen im Hintergrund, die eine ganz andere Sprache sprechen. Steht er auf so einem, ein bisschen mit dem Rücken zur Wand fast schon? Ja, das wird, so weit würde ich nicht gehen, ne? Aber die Trump-Äußerungen, die zugegebenermaßen auch nicht so überraschend waren, gingen wirklich an den Kernbestand der NATO, nämlich die Beistandspflicht, die er da sozusagen in Frage gestellt hat. Ne? Und mehr als das, nicht? Eingeladen und, genau, hat, sie und zu testen. Das alles vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner diese Ukraine-Hilfe im Moment nicht durchbekommen. Generell ist es ja so, dass die Ukraine bereits im letzten Herbst oder seit letzten Herbst keine größeren Waffen Munitionslieferungen mehr bekommen hat. Die Hoffnung war, dass dieser Deal mit den Republikanern irgendwie dann doch durchgeht. Und das sieht im Moment eben nach wie vor nicht so aus. Mhm. Und die Ukraine bezahlt dies in ihren Kämpfen mit zusätzlichen Verlusten und Soldaten, weil die schlichtweg nicht mehr zurückschießen können und die Munition tatsächlich rationiert wird an der Front. Was ist es dann wert, wenn Stoltenberg jetzt sagt, wir fahren die Waffenproduktion hoch? Das ist auf die Zeit gedacht. Ja, er muss natürlich im Moment deutlich machen, das ist ja auch nicht verkehrt, dass die Europäer tatsächlich mehr tun. Auch wir tun mehr. Ja, aber es reicht am Ende nicht. Aber auch die Rüstungskapazitäten in Europa müssen ja erst aufgebaut werden. Wir haben das vor ein paar Tagen gesehen, ja, eine neue Munitionsfabrik wurde ins Leben gerufen. Und wir haben ja auch keine Staatskonzerne. Also wenn der Außenbeauftragte der EU sagt, die europäischen Rüstungsfirmen dürfen jetzt nur noch für die Ukraine und für die eigenen Streitkräfte liefern, dann geht das an der Wirklichkeit natürlich vorbei. Denn diese europäischen Rüstungskonzerne sind in der Regel und sehr oft private Konzerne. Und wenn da auch ein Land, nehmen wir mal Saudi-Arabien oder wer auch immer, da schneller ist und irgendwas bestellt und das auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert haben werden, liefert, dann müssen wir uns erst wieder hinten anstellen. Das sind ja keine Staatskonzerne. Ja. Ja, das heißt, die Rüstungsindustrie braucht natürlich auch Planungssicherheit und auch einen gewissen Vorlauf. Und dadurch sind wir eben nicht in der Lage, schnell auf diese Dinge wie jetzt in den USA, auf die ausbleibende Ukraine-Hilfe entsprechend so militärisch zu reagieren, dass das kompensiert werden kann. Wenn Sie jetzt wir sagen, meinen Sie wir Europäer? Europäer, ja, genau. Weil es geht jetzt ja um diese transatlantische Burden-Sharing die ganze Zeit. Und wenn wir das zusammennehmen, und wir wissen das ja eigentlich schon seit einer geraumen Weile, dass das alles so lange Zeit dauert, dass man Waffen und Munition nicht mal eben häkeln kann. Macht es dann Sinn, heute tatsächlich die Diskussion über eine nukleare Bewaffnung von Europa aufzumachen, oder halten Sie das für fahrlässig? Nein, ich halte es auch eigentlich für fahrlässig. Ich glaube, diejenigen, die das befürwortet haben, die sehen natürlich die Problematik. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber zu dieser nuklearen Abschreckung, diese muss glaubwürdig sein. Und wir haben auf französischer Seite 300 Sprengköpfe, auf der Seite der Briten etwas mehr als 200 gegenüber 6000 russischen strategischen und taktischen Nuklearwaffen und Sprengköpfen. So. Und die französische Doktrin mit diesen wenigen Nuklearsprengköpfen war eben nicht vergleichsweise fähig, eine sogenannte erweiterte Abschreckung Deutschland entsprechend anzubieten. Auch im Sinne dieser nuklearen Teilhabe, wo wir ein Mitspracherecht haben, weil diese Anzahl der französischen oder auch britischen Nuklearsprengköpfe schlichtweg zu gering ist. Mhm. Und man übersieht bei dieser Debatte, es bedarf dann eben auch nicht nur die Finanzierung von neuen Nuklearsprengköpfen und Trägersystemen, sondern da drumherum gibt es eine riesige Infrastruktur an Frühwarnsatelliten, Zielführungssatelliten und vieles mehr. Und das alles macht den Aufbau einer nuklearen Abschreckung extrem teuer, auch langwierig. Und das müsste zusätzlich zur Modernisierung der konventionellen Streitkräfte und Ausrüstung der Bundeswehr oder auch der Europäer finanziert werden. Und das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Das heißt also, abschließende Frage, wir wollen gleich noch weiter miteinander reden. Es bleibt nichts dabei, noch mehr Geld zu investieren als Europäer und damit den Wünschen der Amerikaner, wenn es denn Trump werden wollte, aber er ist ja nicht der einzige Amerikaner, der so denkt, den Wünschen der Amerikaner entgegenzukommen, indem wir sagen, ja, wir sind bereit, deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Doch, ich glaube, das müssen wir. Wir haben das nur versäumt. Sehr deutlich. Das hätten wir vor 2 Jahren schon machen müssen. Also das zeigt auch dieser Mangel an strategischem Denken. Wir klammern uns oder die Politik klammert sich an Best-Case-Szenarien, die unser einer damals schon gesagt sind, unrealistisch. Wir müssen uns auf einen langen Konflikt einstellen. Wir sehen, dass die sowjetischen Waffen, die alten sowjetischen Waffen in den NATO-Streitkräften zu Ende gehen. Das heißt,
Die Ukraine muss mit westlichen Waffen ausgestattet werden, mit Munition, die dann auch nicht mehr so bei uns zur Verfügung steht. Und damals hätte man entsprechend die Aufträge an die Rüstungsindustrie entsprechend geben müssen. Das ist unterblieben. Und jetzt zahlt die Ukraine insbesondere den Preis. Aber auch wir sind nicht in der Lage, unsere Fähigkeitslücken der Bundeswehr entsprechend zu schließen. Und dafür reicht dieses Geld nicht aus. Und selbst diese 2% werden mit Buchhaltertricks sozusagen schön geredet. Die sind nicht wirklich da. Im Vergleich, um das nochmal deutlich zu machen, in Zeiten der Hochzeiten der Entspannungspolitik unter Willy Brandt, ja, der Friedenspolitik, haben wir sage und schreibe 4% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben. Und das tun die Polen übrigens heute genauso. Und wir sind nicht mehr in der Lage oder nur sehr schwerfällig in der Lage, 2% dafür aufzubieten. Und deswegen, wie gesagt, wir wollen gleich weitersprechen, Herr Umbach. Und deswegen hat ja auch der deutsche Verteidigungsminister gesagt, wir müssen ganz neu darüber nachdenken, wie wir denn den Verteidigungsetat finanzieren wollen. Er will nicht einen weiteren Sonderetat, der noch weiter aufgeblasen wird, sondern er will mehr im Etat drin. Das ist die Debatte, die national hier läuft. Boris Pistorius war heute auch in Brüssel und hat auch in Brüssel Stellung bezogen zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Und erst einmal hat er noch einmal den Blick zurück nach vorne geworfen. Am ersten Tag, am ersten NATO-Treffen im Jubiläumsjahr des Nordatlantischen Bündnisses, 75 Jahre transatlantische Sicherheitspartnerschaft auf Basis gegenseitigen Vertrauens, 75 Jahre Beistand nach innen und wirksame Abschreckung nach außen. In diesem Kontext ist es wichtig, noch mal zu betonen, dass Deutschland, wie inzwischen 17 andere auch in diesem Jahr, erstmals die verabredete Quote von 2% erreichen werden. Das ist ein wichtiges Signal. Gerade für uns als zweitgrößter Alliierter ist das ein wichtiger Beitrag auch zur Lastenteilung innerhalb des Bündnisses. Und wie ich schon oft betont habe, Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Sicherheit kostet Geld und gerade dann, wenn man angesichts einer neuen Bedrohungslage nachholen muss. Unser Anspruch muss sein, gemeinsam mit anderen Rückgrat zu sein der konventionellen Abschreckung und Verteidigung in Europa. Dazu gehen wir all in, wie man so schön sagt, mit der Brigade in Litauen, der Division 2025. Unserer Rolle als logistischer Drehscheibe in Europa. Damit übernehmen wir diese Führungsaufgaben. Genauso wie mit unserer Initiative ESSI, European Sky Shield Initiative. Das ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Es geht um die gemeinsame Beschaffung und Nutzung von Luftabwehrsystemen und dabei vor allen Dingen den Schwerpunkt im Auge behalten der Interoperabilität. Das erleichtert den gemeinsamen Einsatz, die Abstimmung der Systeme aufeinander, aber auch natürlich die Instandsetzung, Ausbildung und Übung. ESSI wächst heute um 2 weitere Mitglieder von 19 auf dann schon 21. Das ist eine beachtliche Zahl in der Kürze der Zeit. Heute werden wir Griechenland und die Türkei bei ESSI willkommen heißen. Und auch ebenfalls heute werde ich mit meinem slowenischen Kollegen Marjan einen ersten Kaufvertrag unterzeichnen im Rahmen von ESSI. Es geht um eine Feuereinheit IRST-SLM. Sie alle wissen, aktuell läuft die große Übung Steadfast Defender. Die größte Übung seit dem Ende des Kalten Krieges. 12.000 deutsche Soldaten sowie 3.000 Fahrzeuge sind dabei. Damit sind wir der drittgrößte Truppensteller bei dieser Übung. Und diese Übung hat vor allen Dingen auch eins zum Ziel, zu üben und klarzumachen, dass Geschwindigkeit ein wichtiger Faktor ist. Es kommt auf Geschwindigkeit an. Auf schnelle Verlegung von Personal und Material, das ist wirksame Abschreckung. Wir haben vor 2 Wochen zusammen mit unseren polnischen und den niederländischen Freunden vor diesem Hintergrund den ersten Transportkorridor geschaffen von West nach Ost. Effektive militärische Mobilität durch weniger Bürokratie und mehr Vereinheitlichung. Dieser Transportkorridor ist ausdrücklich offen auch für andere Teilnehmer. Diese Übereinkunft ist für mich heute auch Anlass, mich besonders zu freuen, meinen neuen polnischen Kollegen Władysław Korzeniak-Kamysz kennenzulernen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir wollen nicht nur die bilaterale Militärkooperation intensivieren, sondern auch das Weimarer Dreieck mit den Franzosen gemeinsam wieder zu mehr Leben verhelfen. Noch ein letztes Wort. Der Beitritt Schwedens ist überfällig. Schweden ist ein Partner, sobald er beigetreten ist, der sofort schlagkräftig und wirksam
als NATO-Partner mit uns agieren kann. Ich werde gleich im Anschluss meinen Kollegen Paul Jonsson treffen. Schweden muss jetzt in die NATO. Und die Verzögerung, die aktuelle oder die schon seit einiger Zeit andauern, da muss man sagen, strapaziert jegliche Geduld. Ich kann nur sagen, und ich rufe Budapest auf, jetzt zügig den Weg freizumachen. Europa muss mehr machen für die eigene Verteidigung, völlig unabhängig davon, wer nach dem Januar 25 im Weißen Haus sein wird. Es geht darum, dass die Amerikaner ein großes Interesse daran haben, ihr Engagement im Zweifel im Indo-Pazifik hochzufahren und immer vor die Frage gestellt sein werden, kann man dann noch im gleichen Umfang das Engagement in Europa beibehalten und trotzdem gleichzeitig verlässlicher Partner sein. Aber selbst dann kämen wir in eine solche Situation möglicherweise. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir unsere Bemühungen hochfahren, stetig hochfahren und verlässlich hochfahren. Und da sind wir dabei. Ja, Frank Umbach, der deutsche Verteidigungsminister, zeichnet ein gutes Bild von den deutschen Leistungen, sagt, wir sind wichtig, wir sind logistische Drehscheibe der NATO in Europa. Wir haben dieses 2%-Ziel, da haben Sie ja schon ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, erreicht und wir tun mehr. Setzen Sie das mal in den Kontext vielleicht. Na, er muss das natürlich machen, also mit Blick sowohl, was die deutschen Verpflichtungen gegenüber NATO, EU und den Amerikanern natürlich sind. Aber man muss das natürlich letztendlich relativieren. Ja, denn diese 2%, sagte ich schon, ist eigentlich so eine Art Buchhaltertricks gekommen. Jetzt diskutieren wir ernsthaft, ob die militärische Ukraine-Hilfe auch noch über diesen 100 Milliarden Sonderfonds finanziert wird, was dann zur Folge hätte, dass die Bundeswehr wieder weniger Geld zur Verfügung hat. Eigentlich hätte der Verteidigungshaushalt schon spätestens in diesem Jahr deutlich angehoben werden müssen. In Zusatz sozusagen diese 100 Milliarden. So war es ursprünglich mal vorgesehen. Dazu hat sich die Koalition und namentlich die eigene Partei offenbar von Herrn Pistorius nicht durchgerungen. Und so wird die Kluft zwischen dem, was Pistorius auf der einen Seite sagt, nämlich, dass wir in 5 oder 8 Jahren kriegstüchtig sein müssen, sagen auch die anderen EU- und NATO-Verteidigungsminister. Einige sind ja sogar noch skeptischer, wie der Däne, der nur noch von 3 Jahren spricht. Ja, aber wenn das sozusagen Konsens ist, und das ist weitgehend Konsens innerhalb der NATO, ja, ich bin gerade auch wiedergekommen von einer Konferenz, wo das nicht in Frage gestellt wurde, aber dann auf der anderen Seite daran rumhangelt, wenigstens diese 2% einigermaßen zusammenzubekommen, die ja 2014 schon beschlossen worden sind. Und wenn dann selbst in Zeiten der Entspannungspolitik 4% ausgegeben worden ist, dann hat man nicht den Eindruck, dass diese Regierung verantwortungsgemäß sozusagen den Gong gehört hat. Ja, diese Regierung hat aber auch das Problem, dass die Kassen total leer sind und dass auch so eine Klimawandel und grüne Transformation finanziert werden will und dass auch eine soziale Abfederung stattfinden muss und dass die Wirtschaft runtergeht. Deswegen hätte die Regierung schon sehr viel früher einerseits mit der Bevölkerung eine offene, transparente Diskussion führen müssen und sie hätte selber sagen müssen, was jetzt prioritär ist. Sind es weitere Sozialleistungen? Sind es die Renten? Ist es die Klimapolitik? Oder ist es die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die ja über 20 Jahre nicht entsprechend finanziert worden ist. Und jetzt rennt uns die Zeit davon und wir glauben, das alles irgendwie zu machen, irgendwie bewerkstelligen zu können. Das ist jetzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts so nicht mehr möglich. Aber selbst wenn wir mehr Schulden aufnehmen würden, würde das Dilemma sozusagen, aus dem Dilemma würden wir nicht völlig rauskommen. Ja? Wir müssen klare Prioritäten setzen. Und die Prioritäten wären alles Geld in konventionelle Aufrüstung. Also zunächst mal geht es ja gar nicht so sehr um Aufrüstung, sondern zunächst mal um Ausrüstung, weil die Bundeswehr ja dann nicht mal sozusagen das Material hat und die Munition hat, die mehr als 3 Tage für einen Kampf reicht. Ja, also deswegen ist für mich dieser Begriff Aufrüstung im Moment also etwas, was können wir vielleicht in 5 Jahren drüber sprechen. Aber es geht jetzt darum, die Bundeswehr so zu befähigen, dass sie die wesentlichen Fähigkeitslücken schließt und sie so einsetzbar ist, wie das ursprünglich eigentlich gedacht war und damit auch die Verpflichtung der NATO erfüllt. Glauben Sie, um das jetzt noch mal wieder höher zu hängen, glauben Sie, dass dieses sehr, sehr schwierige Konstrukt der Abschreckung eigentlich noch funktioniert?
Also Abschreckung alleine funktioniert nicht, wenn wir, was weiß ich, entsprechend Dinge klarstellen gegenüber Russland oder Russland auch irgendwie bedrohen würden. Sondern gerade auch mit der Frage dieser nuklearen Abschreckung, die wir gerade diskutiert haben, geht es immer um die Frage der Glaubwürdigkeit, sowohl gegenüber einem potenziellen Aggressor, aber auch die Glaubwürdigkeit nach innen sozusagen. Mhm. Ja? Und wenn Herr Putin, ich nehme mal ein Beispiel, eine taktische Nuklearwaffe einsetzen würde und die NATO hat keine taktische Nuklearwaffen mehr oder sogenannte freifallende Bomben, die in den 1980er Jahren bereits eher selbstabschreckend waren, dann wäre nur die Option, entweder greife ich auf ballistische, strategische Nuklearwaffen zurück, das würde einen großen Nuklearkrieg auslösen und das würde wahrscheinlich auch ein deutscher Bundeskanzler und auch andere europäische Führer unter den Konstellationen natürlich zu Recht auch nicht machen. Aber damit sozusagen habe ich, anders als in Zeiten des Kalten Krieges, eben wenn ich keine taktischen Nuklearwaffen mehr zur Verfügung habe, habe ich auf dieser Ebene keine deeskalierende Bedrohung mehr. Mhm. Und das ist auch ein Problem, was wir lange übersehen haben, weil Russland taktische Nuklearwaffen seit mehr als 10 Jahren massiv modernisiert hat. Also die NATO und auch wir Deutschen, wir waren vielleicht zu blauäugig. Jetzt werden wir sehr unsanft geweckt und vielleicht schaffen wir es ja noch. Frank Umbach, herzlichen Dank für Ihre Analyse, für Ihre Expertise. Danke.